Nein! 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 Name. Engineering. Ein Engineering. Zwei Engineering. Wen nehme ich jetzt hier für Medizin? Sie. So, je besser die ausgeglichen, je ausgeglichener die sind, desto besser funktioniert das alles hier ein bisschen. So. Triebwerke getroffen. Nein! Schuss ging daneben. Verluste von Zivilisten wurden gemeldet. Nein, 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 nein. Schuss umgeleitet. Schuss ging daneben. Unglaublich. Ich kann immer noch. Feindlicher Schuss wurde umgeleitet. Eliminiert. Feindliche Verbesserungen gerettet. Ja, erstmal alles runter, alles runter, alles runter, alles runter. Alles frei. So, jetzt muss ich aber gucken. So, hier muss erstmal einer rein. Ich kann noch gar nicht so viel machen nebenbei. So, ein Kommandant. Wer du mal eben da rein. Das Engineering eben rein. Was habe ich denn hier? Engine. Ja, was? Ich muss aber die Hülle reparieren. Schiffsrumpf repariert. Das Modul wurde verbessert. Systeme angetrieben. Verbesserung aktiv. So, wollen wir erstmal hier hinfliegen. Problem gelöst. Und jetzt müssen wir. Eieieiei. Ja, eigentlich heißt es, wir müssen noch genug Schiffe kaputt machen, damit wir eigentlich wieder genug Hitpoint, Lifepoints kriegen. Das ist gar nicht mal so easy. Was haben wir denn hier? Das ist auch ein Ark, so wie es aussieht. Es ist die Ark 4, Captain Bias Schiff. Ja, da einmal rüber. Anwendung wird erwartet. So. Wähle dein Shuttle-Team. Jetzt wollen wir mal ein Shuttle nehmen. Du bist Pilot. Du bist Kommandant. Du bist Medizin. Und dann wollen wir mal starten. Shuttle entfernt. So, dann wollen wir mal gucken, was da drüben gleich Sache ist. Vielleicht können wir da drüben wirklich noch ein bisschen was. Dann, das Shuttle hat seinen Einsatz erfolgreich beendet. Das Team wartet auf Befehle. Geister! Die Crew erhascht immer wieder flüchtige Blicke der Menschen auf dem ganzen Schiff, aber keiner unserer Scans hat Lebenszeichen. Sollen wir uns die Sache weiter ansehen? Kommt sofort da raus, hört auf, euch vor jeder Kleinigkeit zu fürchten, fahrt die Suche fort. Es müssen Menschen an Bord sein, findet sie. Was mache ich jetzt? Wir sollen mal suchen. Ich hoffe, es schlägt nicht fehl. Nein! Die Menschen, die wir sahen, waren Hologramme, die uns ablenken sollen, während ein Enterkommando der Skron unser Schiff plünderte. Wir haben sie angegriffen. Wir haben Opfer zu beklagen. Nein! Wie lauten Ihre Befehle, Captain? Ark 4 Wrack. Logbuch des Captain. Hütet euch vor Handelsschiffen. Nicht alle davon sind freundlich. Serienkiller. So. Kannst du mal eben in die Medizinstation und du auch. Näher, Captain. Ja. Was sollen wir denn machen? So, wir geben langsam Gas. Ich gehe mal ganz kurz in die Leiste rein. Wir sind jetzt da. Wir sollten mal in den Sektor fliegen.
Ja. Kommandoproblem gelöst. Oh, klingt doch immer sehr gut. Kommandoproblem gelöst. Ei. Nein, ich bleib Wir schon. werden gerufen. Ja, die wollen uns wieder mal sterben lassen. Kampfstationen zuweisen. Eieiei, also du bist auf jeden Fall da. Dann bist du Kommandant. Engineering 1, Engineering 2. Bestätigen. So. Jetzt gehen wir mal ganz kurz hier im Pausenmodus. Euch mal eben zurück. Hier rein. Jetzt die Kampfstation zuordnen. Der wieder hoch. Ich brauche mein Engineering hier am Laser. Kommandant 82. Ich lasse sie das Ganze mal starten. So. Dann wollen wir mal gucken. Die schießen blau. Reflektorschilder auf blau. Die sind in blau. Das heißt, Laser mal auf gelb, Torpedos auf rot. Dann starten wir das Ganze mal. Und ausweichen. Und Schutzschild. So. Der ist noch in Gelb, den können wir wieder abschießen. So, der ist wieder weg. Der ist in Gelb. Das ist immer sehr gut. So. Er schießt. Schuss abgeblockt. So, er ist aber jetzt gleich durch. So, was hat er jetzt? Verbesserungen im Wrack gefunden. Sehr gut, ich nehme natürlich alle mit. So, das bedeutet natürlich sofort eine Ressourcen. Wo muss ich denn jetzt hin? Ja, Schiffhülle oder Engine? Ja, ich muss hier ein bisschen reparieren. So. Nachladezeiten, das müssen wir natürlich gleichsetzen. Erhöht die maximalen LPs eines geeigneten Moduls für 20 Tage. Verringert die Betriebskosten eines Moduls oder die Nachladezeit einer Waffe. Ja. Muss ich gleich mal beim nächsten Mal sehen. So, erstmal wieder Gas geben. Wir müssen natürlich jetzt hier den nächsten Planeten einmal anfliegen. Dort hoffen wir dann natürlich, dass wir erst einmal wieder ein bisschen noch an Rohstoff kriegen für uns. Vielleicht auch an Items, dass wir noch mal ein bisschen was zum Reparieren kriegen. Ich weiß es nicht. Alles gar nicht so einfach. Aber wir fliegen mal hier rein. Und dann wollen wir noch mal gucken. Nächster Planet, nächster Planet. So, wir fliegen mal rein. Ja, erstmal will ich wissen, was wir hier überhaupt an. Natürlich, so. Mit ihm sollte es ja eigentlich so ziemlich immer zu 100% klappen. Da müssen wir mal gucken. Gucken wir doch mal ganz, ganz gerne. So, Sonne ist wieder erfolgreich gelandet. Es gibt auf jeden Fall Essen. Das ist gut. Magnesium. Ei, den Rest nicht. Davon brauche ich gar nicht so viel. Den schicke ich mal wieder zurück.
Davon brauche ich momentan gar nicht so die Welt. Anwendung wird erwartet. Maximal hier, um das Förderschiff einzusetzen. Dann gucken wir mal im Magnesiumbereich. Du landest. Du kommandierst. Du machst den medizinischen Offizier. Da wollen wir doch mal hoffen. Vielleicht kriegen wir hier ein paar Items, irgendwas, was wir mitnehmen können. Oder noch ein verbessertes Modul. Standort bestätigen. Ja, so. Alienforschung, geheimnisvolle Kiste oder erster Kontakt. Module oder Items. Ja. Gelber Alarm. Gehen wir mal hier Alienforschung. Unsere Position nach. Captain, wir sind auf eine Forschungsstation der Glubdorn gestoßen. Sie möchten einige angeblich harmlose Scans am Kommandanten durchführen. Sollen wir es Ihnen gestatten? Glubdorn kann man nicht trauen. Zieht eure Waffen und verlasst sofort das Gebäude. Gestatten Sie ihnen weiterzumachen. Der Kommandant bräuchte sowieso eine gründliche Auswertung. Verlangt, dass sie uns gestatten, im Gegenzug einen der ihren zu scannen. Ach, wir sind mal so Freunde. Wir spielen mal einfach mit. Mal gucken, was passiert. Erfolgreich. Es war nur ein Routinescan. Offenbar fasziniert sie unsere Skelettstruktur. Unser Entgegenkommen wollten sie uns mit einigen Gegenständen entschädigen. Super. Ja. Ja. Ah. So muss das. Erstmal wieder ein bisschen was. Ah, wir machen gleich weiter. So. Ah, hier muss noch jemand hingeschickt werden. Was brauchen wir hier? Ein Engineering. Komm, dann bist du dran. So. Ja, hier oben hat noch relativ wenig, gar keine Werte in irgendwelchen Sachen. Hätte ich mal vielleicht eigentlich für das Trainieren da einsetzen sollen. Egal. Dann, Ressourcen. Nee, Engineering. Da wollte ich hin. Ich wollte doch ein bisschen hier. Da muss ich was einsetzen. Die wieder. So. Erhöht die Max-LP. Verringert die Betriebskosten. Oh, hier. Natürlich da einsetzen. Life Support mit einsetzen. Das Modul wurde verbessert. Systeme angetrieben. Modul verbessert. Ja. Anwendung wird erwartet. So. Ja, du Pilot. Du Kommandant. So, ich will auch ziemlich erfolgreiche Missionen muss ich momentan haben, es muss einfach sein. Shuttle gestartet. So, starten wir mal Shuttle. Shuttle hat erfolgreich beendet. Wo geht's hin? So, seltsame Kapsel, Notruf oder Transport. Items, Notruf, also neues Modul oder Kapseln. Da ich eigentlich momentan auf Items raus bin, muss ich das Item nehmen. Wir haben ein Signal von einem von einem versehrten Turok-Shuttle bekommen, das Handelswaren in eine nahegelegene Stadt liefern wollte. Sie bitten uns um Hilfe, um ihre Befehle. Helft ihnen ohne Bedingungen, bietet unsere Hilfe an für 50% der Beute. Wir sind etwas verzweifelt, nehmt die Fracht und lauft. Naja, ich denke mal eher, wir machen hier, ne? Natürlich helfen wir, und zwar von sich aus. So, die Turok-Händler sind uns für unsere Hilfe sehr dankbar, Captain. Sie haben uns angeboten, die Ware im Gegenzug mit uns zu teilen, und zwar 50-50. Was? Genial. Oh, geil. 100% heile. So. Ihre Befehle, Captain. Ja, noch eine Mission nach da unten. So. Das könnte eine gute Mission werden. Starten wir mal. Jetzt wollen wir mal gucken, was wir noch an Modulen bekommen. So, Shuttle erfolgreich gelandet. Kolonialisierung gescheitert. Ark-Förderschiff-Item oder Regierungszentrum-Module. Ark-Förderschiff. Das Wrack eines Ark-6-Förderschiffs liegt hinter diesen Bergrücken. Captain, wir empfangen keine Lebenszeichen, aber möglicherweise ist die Crew noch in der Nähe. Nähert euch dem Förderschiff und bringt alles, was euch wertvoll erscheint, zum Shuttle. Fördert
paar Leuchtraketen ab und seht, ob die Crew des Vorderschiffs zurückfackelt. Durchsucht das Gebiet nach Überlebenden. Sie können nicht weit sein. Ja, wir durchsuchen das Gebiet mal einfach erstmal. Gucken, ob das was bringt. Erfolgreich. Wir haben sie gefunden, Captain. Ihre geistige Verfassung ist zwar instabil, als dass sie ihre Dienste wieder aufnehmen können. Wir behandeln sie als Zivilisten, sobald sie aus der Krankenstation kommen. Ihre Geschichte wird das Schiff neu machen. Wie lauten Ihre Befehle, Captain? Ja, komm, dann noch einmal hier ein bisschen was fördern, was wir brauchen. Ja, dann einmal steuern. Ja. Da hätte vielleicht sogar noch jemand anders runtergekommen zum Shuttle Start, aber dann müssen wir mal gucken. Gesammelte Ressourcen. So, den und den wieder einsammeln. Damit haben wir zumindest noch eine ganze Zeit lang Lebens. Technikalarm. Okay, jetzt hier. Wer ist technisch noch nicht der höchste? Engineering. 43, 44, 66 hier. Du könntest mal Engineering machen in dem Fall. Und wir starten. Wir hauen mal in die Tasten. Triebwerke auf voller Leistung. So, wir schauen mal, was wir hier im... Ey, wir sind in dem Sektor. Ei. Ist alles gelb. Hier ist bei mir natürlich mittlerweile rot. Jetzt bin ich dort. Aber es ist natürlich auch mal interessant. Oh, da hinten wieder ein Minenfeld. Seht ihr es? Da. Eieiei, da sollte ich natürlich gucken, dass ich irgendwie drumherum komme. So, ah, da hinten ist ein Planet, den sollten wir versuchen anzusteuern. Da kommen wir hier auch ein bisschen um die Planeten drumherum. Ich glaube, irgendwelche Arcs. Ich glaube, da muss ich mir aktuell keine Gedanken drum machen, dass ich hier irgendwelche Arcs finden könnte. Skorn-Patrouillen erkannt. Okay. So, im Zentrum hier drin gibt es eine ganze Menge. Wo haben wir die denn? Ah, guck, da habe ich mir schon gedacht. Naja. Ei. Eine Nachricht kommt rein. Ja, das wollen wir uns langsam natürlich töten. Crew an Kampfstationen. Du bist da. Die Laser sind momentan ganz, ganz stark, also muss ich hier dahin. Ne, dahin. Du machst den Laser, du bist Medizin. Aber bestätigen wir mal. Das macht das Ganze etwas angenehm, etwas leichter. So, er wird mit Gelb schießen. Er hat Rot. Dann nehmen wir die mal eben. Wir feuern den mal. Und 21, 22 ausweichen. Der feindliche Schuss ging daneben. Ja, der macht ja relativ dicke Wumms. So, wir machen mal eben jetzt den. Dann gehe ich mal eben in die Ingenieurungsbereiche. Wir müssen ja die den Schaden noch etwas anheben. So. LPs. So, für 10 Tage. Du, dahin. Yes. Ihr macht ja, erhöht ja die Kosten. Verringert die Betriebskosten eines Moduls oder die Nachladezeit einer Waffe. Erhöht die maximalen Life Points der geeigneten Module. Ja, dann du. Dahin. Den mal mit auf die Engine, da sollte nicht so viel passieren. Den auf die Torpedosysteme, dass die schneller nachladen. Der Rest, der passt momentan. So, zurück.
Hier habe ich alles. Dann geht's hier weiter. Verbesserung aktiv. So. So, wieder auf Gelb. Den schießen wir erstmal ab. Weichen wir aus. Der feindliche Schuss in der Nähe. Ja, und das war's gewesen für ihn. Yeah! Sehr gut. Die mitnehmen, die mitnehmen. Erstmal alles mitnehmen. So, wir geben wieder Vollgas. So, wir müssen hier rein. Wer braucht man denn hier? Jemand, der Kommandant werden kann. Hier, du machst den mal. In der Zwischenzeit gehst du und du dahin. So, ach, noch ein Alarm. Ein Engineering brauche ich jetzt hier. Da gehst du mal hin zum Engineering-Aufstieg. So. Kann ich hier zufällig irgendwo... Da sind noch mal Gegner, da sind auch welche, die noch mitspielen. Wir werden auf jeden Fall gleich noch ein bisschen mehr Probleme haben. Aber sehe ich denn zufällig... Sehr gut. So, da fliegen wir erstmal rein. Der Scrum, der wird uns wahrscheinlich gleich irgendwann kriegen. Aber es bleibt hier nichts anderes an. Wir müssen natürlich auch wieder gucken, dass wir, wieder Ressourcen sammeln. Denn so langsam gehen so ein paar wichtige für Antrieb, Lebensmittel und also COBM, lala, Magnesium würde ja noch gehen. So, was hätte ich denn hier? Sicherheitsstation, Magnesium. Die bauen alle auf MG auf. Kampfarena. Shit. Gucken, dass wir das hier mal so ein bisschen hochkriegen. Zufriedenheit. Hier vielleicht noch so eins bauen. Jetzt aber Zeit, dass wir auf jeden Fall wieder jede Menge... Natürlich liegt es wahrscheinlich auch daran, wie wenig Leute wir aber nur noch haben. Aber wieso wird das so? Weil die Zufriedenheit wahrscheinlich einfach nicht passt. Hier mal direkt einsetzen. Tja, mit den Skron immer das gleiche. Die wollen uns natürlich nur platt machen. Wir setzen jetzt einmal alle hier hin. Hoffen, dass wir das Ganze entsprechend sauber hinkriegen. So, ich guck nochmal eben bei den Engineerings vorbei. So. Yes, Nachladezeiten. Ach. Mist. Verbesserung aktiv. Kann ich nicht da drauf setzen, Mist. Das Modul wurde verbessert. Systeme angetrieben. So. Repariert. Das funktioniert nicht da drauf. Ja, dann wollen wir mal mit meinen Leuten, die ich jetzt habe, hier das Ganze entsprechend machen. Der Fleck da schon mal auf Gelb, der ist. So. Dann wollen wir noch mal gucken, was wir hier haben. Hauen wir den noch mal an. So. Den könnten wir relativ fix haben. Super. Sauber. So, die nehmen wir mit, die nehmen wir mit, die brauchen wir. Natürlich, das braucht man, das braucht man, das obere erstmal noch nicht. Alles frei. So, ja, das ist auch gut, wenn das Ganze mal wieder frei ist.
Trotzdem haben wir das Problem. Ich hoffe, dass wir hier entsprechend was kriegen, damit wir unsere Fehlstrukturen etc. alles hinkriegen, dass wir nicht nachher irgendwann ohne Leute dastehen. Naja. Aber so, wir schicken noch einmal ganz kurz eine Sonde runter, um zu gucken, was wir da unten haben. Schlechte Bedingungen. Ah, stürmisch, aber könnte trotzdem sammeln. Schauen wir, was die Ressourcensonde da unten noch sagt in dem Planet. Was gibt es denn wohl? So, Sonde hat erfolgreich. Ei, nur Lebensmittel und... Das ist nicht gerade gut. CO2 nicht die Welt. Okay. Befehle, Captain. Ja, wie es dann hier weitergeht, das schauen wir uns das nächste Mal einfach an. Ich mache hier an dieser Stelle Schluss. Wünsche noch alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.